Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der kanadischen Hauptstadt Ottawa ist heute Terroralarm ausgelöst worden. Ein Unbekannter hatte mitten im Regierungsviertel einen Soldaten niedergeschossen, der später an seinen Verletzungen starb. Auch im Parlament gab es eine Schießerei. Die Polizei regelte das gesamte Viertel ab. Es gab mehrere Verletzte. Premier Harper wurde in Sicherheit gebracht. Unklar ist noch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte. Auch der Hintergrund ist unbekannt. Um 9.52 Uhr Ortszeit geht der erste Notruf bei der Polizei in Ottawa ein. Gleich gegenüber vom Parlament am Kriegsdenkmal sind Schüsse gefallen. Ein Wachsoldat wird niedergeschossen. Kurz darauf stirbt er im Krankenhaus. Ein Augenzeuge. Ich habe diesen Schuss gehört, da habe ich mich umgedreht. Da war ein Typ mit einem Gewehr und es hat so gemacht. Dann entstehen diese Bilder in der Eingangshalle des kanadischen Parlaments. Es fallen Dutzende von Schüssen. Der kanadische Premier Stephen Harper wird in Sicherheit gebracht. Das Parlament ist zu dieser Stunde gut besucht. Dann meldet ein Fernsehsender, dass ein Mensch erschossen wurde. Es wird vermutet, dass es ein Attentäter war. Unklar, ob noch weitere Täter in das Geschehen verwickelt sind. Wenig später fallen Schüsse in einem Einkaufszentrum gleich in der Nähe des Parlaments. Unbekannt ist, was hier bislang geschehen ist. Die Stadt ist inzwischen abgeriegelt. Jedes Auto, das Ottawa verlässt, kontrolliert die Polizei. Höchste Anspannung in Kanadas Hauptstadt. Zur aktuellen Entwicklung nun unsere Korrespondentin Isabel Chayani live aus New York. Das Parlament in Ottawa ist weiterhin abgeriegelt. Die Polizei hat soeben bekannt gegeben, dass sie davon ausgeht, dass es sich um mehr als nur einen Täter handelt. Was genau in dem Einkaufszentrum passiert, wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass dort Schüsse gefallen sind, dass niemand verwundet wurde. Insgesamt wurden bislang 3 Menschen verwundet. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Hintergrund ist, wie Jan Hofer eben bereits sagte, völlig unklar. Kanada ist aber an sich nervös, weil die Terrorstufe gerade am Montag, der Terroralarm, heraufgesetzt wurde um eine Stufe, nachdem ein Soldat von einem Dschihadisten in Kanada ermordet worden ist. Damit ist die Situation in Ottawa unklar, der Hintergrund der Täter ebenso. Zurück nach Hamburg. Die neue EU-Kommission unter ihrem Präsidenten Juncker kann Anfang November die Arbeit aufnehmen. Das Europaparlament stimmte heute dem Team mit großer Mehrheit zu. Vor allem Konservative, Sozialdemokraten und Liberale sprachen sich für die 27 Kommissarinnen und Kommissare aus, um die in den vergangenen Monaten zum Teil heftig gestritten worden war. Juncker machte im Parlament noch einmal klar, wo der Schwerpunkt seiner 5-jährigen Amtszeit liegen soll: auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Am Ziel. Jean-Claude Juncker bekommt im Parlament die Zustimmung für seine Kommission. Zuvor hatte er in Straßburg noch einmal für seine Politik geworben. Die EU-Kommission soll sich in Zukunft auf das Wesentliche konzentrieren. Noch vor Weihnachten will Juncker sein Investitionsprogramm schnüren. 300 Milliarden Euro ohne neue Schulden. Volkswirtschaften, in denen nicht investiert wird, können nicht wachsen. Und Volkswirtschaften, die nicht wachsen, können keine Beschäftigung sicherstellen. Dieses Investitionsprogramm liegt mir sehr am Herzen. Das ist seine Mannschaft, 18 Männer, 9 Frauen, neu. Einige von ihnen sollen sich als starke Vizepräsidenten um die großen Projekte kümmern. Digitale Wirtschaft, Euro, Energie. Schulterschluss mit Martin Schulz. Es soll eine enge Zusammenarbeit werden mit dem EU-Parlament. Wir haben eine tragfähige Mehrheit im Parlament, auf die wir uns bei der Gesetzgebung verlassen können, die jetzt beginnt. Aber es gab auch Nein-Stimmen. Die Grünen vermissen die Nachhaltigkeit, die Linke eine andere Wirtschaftspolitik. Wir befürchten, dass insbesondere auch mit Blick auf die Austeritätspolitik der Druck auf Mitgliedstaaten, dass sie weiter ihre Sozialhaushalte kürzen, dass es Einschnitte bei den Löhnen gibt, dass es Einschnitte bei den Renten gibt, den Umbau der sozialen Sicherungssysteme, dass genau diese Politik, die auch dazu geführt hat, dass so viele Menschen sich von der EU abwenden, dass die weitergeführt wird. Im November kann Juncker loslegen. Nicht alle Mitglieder der neuen Kommission hatten in den Anhörungen restlos überzeugt. Sie müssen jetzt beweisen, dass sie den Vertrauensvorschuss des Parlaments verdient haben. Und so bleiben bei so manchem Abgeordneten vorerst noch Fragezeichen und Vorbehalte.
Alle 27 neuen EU-Kommissare stellen wir Ihnen detailliert bei uns im Netz vor auf tagesschau.de. US-Außenminister Kerry hat bei seinem Besuch in Berlin die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten hervorgehoben. Kerry war auch anlässlich des 25. Jahrestags des Mauerfalls nach Berlin gekommen. Er würdigte die deutsche Rolle bei der Lösung internationaler Krisen. Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte die enge Abstimmung mit den USA. Es läuft wieder rund. Keine Rede mehr vom Ärger über NSA und abgehörte Handys. Im Gegenteil. Merkel betont heute die intensive Kooperation mit den USA im internationalen Krisenmanagement. Es sind im Jahre 2014 viele, auch uns sehr fordernde Aufgaben. Und da ist es gut, dass wir sagen können, dass wir in enger Partnerschaft und Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika agieren. Berlin-Bernauer Straße. Am Morgen hatte Kerry zusammen mit dem deutschen Außenminister den Mauerfall vor 25 Jahren gewürdigt. Im Vordergrund standen allerdings die aktuellen Krisen, von der Ukraine über Ebola bis zur Terrormiliz Islamischer Staat. Kerry erwähnte ausdrücklich die deutschen Waffenlieferungen in den Nordirak. Fakt ist, die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit reicht weit über Europa hinaus. Wir schätzen die Unterstützung im weltweiten Kampf gegen IS. Deutschland leistet entscheidende militärische und medizinische Hilfe. Steinmeier betonte, auf unterschiedliche Weise und mit Arbeitsteilungen beteiligen wir uns auch daran, die ISIS militärisch zu schwächen. Und ich hoffe, dass wir im Irak vorankommt. Weiterreichende konkrete Pläne gegen IS gäbe es zwar noch nicht. Allerdings hieß es heute in Berlin, es wachse die Bereitschaft, weiterzugehen als bisher. Im Klartext, mehr zu tun, als Waffen zu liefern. Die Bundeswehr könnte sich demnach an einer Ausbildungsmission im Nordirak beteiligen. Ein Einsatz, der bislang allerdings innerhalb der Regierungskoalition hoch umstritten war. Die irakischen Kurden wollen Kämpfer nach Syrien schicken, um dort die Verteidiger der Stadt Kobane zu unterstützen. Das Parlament der Kurden im Irak stimmte heute nach Angaben eines Sprechers einem Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu. Die Türkei hatte vor 2 Tagen zugesagt, sie werde die Kämpfer über ihr Staatsgebiet nach Syrien reisen lassen. In Kobane wurde heute wieder massiv gekämpft. Bei der Bahn ist heute wieder über Tarife verhandelt worden, und zwar mit der DGB-nahen Eisenbahngewerkschaft EVG. Nach dem Treffen in Frankfurt sprachen beide Seiten von Fortschritten und vereinbarten eine dritte Runde. Die Bahn besteht allerdings darauf, dass sich die konkurrierende Gewerkschaft EVG und die Lokführergewerkschaft GDL verständigen, wer die Verhandlungen führt. Beide liefern sich einen Machtkampf um die Zuständigkeiten für das Bahnpersonal. Norbert Faust ist seit 27 Jahren Lokführer. Organisiert ist er nicht bei der Gewerkschaft der Lokführer, kurz GDL, sondern bei der EVG, der Konkurrenzgewerkschaft. Sie hat sich in Frankfurt am Main zu Tarifverhandlungen mit der Bahn getroffen. Ich denke schon, dass wir als Eisenbahnerfamilie da solidarisch sein sollten. Es kann nicht sein, dass einzelne Berufsgruppen sich das rausnehmen, mehr wert zu sein als andere Eisenbahner. Rosinenpickerei werfen die EVG-Leute der GDL vor. Sie missbrauche die Macht der Lokführer. Die EVG fordert 6% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr für die unteren Lohngruppen. Verhandeln will sie auch für Lokführer. Das heizt den Machtkampf der Gewerkschaften weiter an. Die Bahn pocht auf das Prinzip, ein Tarif für eine Berufsgruppe. Wir wollen eine Zusammenarbeit mit beiden Gewerkschaften. Wir wollen nur eine Ordnung, wir wollen Spielregeln. Wir wollen Gemeinsamkeit, wir wollen ein Denken in einer Belegschaft, einem Unternehmen. Heißt, die Gewerkschaften sollen die Machtfrage klären. Wir sind bereit, unsere Mitgliederzahlen einem Notar offenzulegen, um dann die Zahlentrickserei von einer anderen Organisation etwas Licht ins Dunkel reinzubringen. Die GDL hält das für überflüssig, drängt auf Tarifpluralität und kann sich dabei auf geltendes Recht berufen. Rechtlich hat die Anzahl der Mitglieder keine Relevanz. Es ist ein tarifpolitisches Argument. Die Bahn kann freilich nicht gezwungen werden, ebenfalls in diese Verhandlungen einzusteigen. Sie kann aus gutem Grund sagen, dass sie die bewährte Tarifpartnerschaft mit der EVG hier nicht aufgeben will. Ein schwer zu lösender Konflikt. Keine der drei Streitparteien ist derzeit zum Einlenken bereit. Bremen wird der deutschen Fußballliga künftig einen Teil der Kosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen im Weserstadion in Rechnung stellen. Die Bürgerschaft verabschiedete in zweiter Lesung ein entsprechendes Gesetz.
Es könnte bereits am 13. Dezember beim Nordderby gegen Hannover angewendet werden. Die DVL kündigte erneut rechtliche Schritte an. Den bitte ich um das Handzeichen. Diese Handzeichen könnten die Bundesliga verändern. Initiiert durch den Innensenator beschreitet Bremen einen neuen Weg. Als einziges Bundesland. Bei sogenannten Risikospielen wird das kleinste und hochverschuldete Bundesland die Deutsche Fußballliga per Gesetz zur Kasse bitten. Für den erhöhten Polizeieinsatz und die damit verbundenen Kosten wird die DFL zukünftig einen Gebührenbescheid aus Bremen bekommen. Wir sagen, dass derjenige, der die Bundesliga veranstaltet, und das ist die DFL, sie entscheiden, wann gespielt wird, wer spielt. Und deswegen ist es auch Sache, dort die Kosten abzugreifen. Für die Randalierer sei man nicht verantwortlich, kontert die DFL. Außerdem habe die Liga die Ausgaben für Fanprojekte und Prävention auf 11 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt. Deutschland ist nach wie vor die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sache der Polizei, ist monopolisiert beim Staat. Und das kann hier nicht so in der Weise geschehen, dass das auf Private so übertragen wird und Kosten auf Private abgewälzt werden. Die DFL will die Kosten für die Einsätze an Werder Bremen weiterreichen. Eine zusätzliche Belastung für den momentan schwachen Bundesligisten. Am 13. Dezember spielt Werder zu Hause gegen Hannover 96. Ein Risikospiel. Dann wird das Land den ersten Gebührenbescheid für den Polizeieinsatz verschicken. Und die DFL will dagegen klagen. Nach 6 Monaten Geiselhaft auf den Philippinen sind die beiden deutschen Entführungsopfer wieder in Deutschland. Das bestätigte heute das Auswärtige Amt in Berlin. Der 72-Jährige und seine 55 Jahre alte Partnerin waren von der islamistischen Gruppe Abu Sayyaf verschleppt worden. Nach Angaben der Geiselnehmer wurde für die Freilassung eine Millionensumme gezahlt. Das Auswärtige Amt hatte die Angaben nicht kommentiert. Die ARD-Korrespondentin Golinea Tai ist heute mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis 2014 ausgezeichnet worden. Auch der Journalist und Fernsehautor Stefan Lambi bekommt den Preis. In ihrer Begründung würdigte die Jury Tai und Lambi wegen ihrer persönlichen Zurückhaltung und der akribischen Ernsthaftigkeit. Der Preis erinnert an den früheren Journalisten und Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs und zeichnet seit 1995 außergewöhnliche Leistungen im kritischen Fernsehjournalismus aus. Nach dem deutlichen 7:1 Erfolg der Münchner Bayern gestern bei AS Rom sind die Fußballer heute im Vatikan von Papst Franziskus empfangen worden. Der hohe Sieg habe ihn zwar überrascht, er sei aber wunderschön gewesen, lobte Fußballfan Franziskus die Spieler. Als Geschenk übergaben ihm Philipp Lahm und Manuel Neuer ein signiertes Bayern-Trikot. Zudem wollen die Münchner die Einnahmen aus einem Freundschaftsspiel in Höhe von 1 Million Euro spenden. Erster Schnee auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg in Sachsen. Der Herbst zeigt sich von seiner kalten Seite. Meteorologen sagen von seiner typischen Seite mit Stürmen und Kälteeinbruch. Was heute im Erzgebirge recht malerisch für eine überzuckerte Landschaft gesorgt hat, bringt andernorts heftige Regenfälle. Und hier die Lottozahlen. 1, 12, 25, 35, 42, 49. Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. Oktober. Das Sturmtief, das von Polen zum Balkan zieht, beschert im Südosten Wolken, Regen und Schnee. Eine Hochdruckbrücke sorgt für ruhigeres Wetter. Heute Nacht regnet es im Südosten zum Teil größere Mengen. An den Alpen schneit es bis auf 600 Meter herab. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. Im Norden einzelne Schauer. Morgen regnet oder schneit es im Süden Bayerns. Im Westen und Nordwesten regnet es leicht, im restlichen Land freundlicher. In der Nacht kann es im Süden Sturmböen, auf den Bergen orkanartige Böen geben. Morgen im Südosten stürmische Böen, auf höheren Bergen Sturmböen. In der Nacht Abkühlung auf 13 bis 0 Grad. Morgen an den Alpen 3 Grad, an der Unterelbe 15. Am Freitag Wolken, Nebel und Sonne, im Südosten und im Nordwesten etwas Regen. Samstag im Nordwesten zeitweise Regen, weiter südöstlich Nebel und Sonne. Sonntag Sonnenschein, Nebel und Hochnebel. Um 22.15 Uhr begrüßt sie Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Terroralarm in Ottawa. Was steckt hinter den Schüssen im Parlament? Und
Neue Spitze für Europa. Fragen an den künftigen Kommissionspräsidenten Juncker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.